Der Pianist Herbie Hancock erinnert sich an ein erstaunliches Erlebnis, das ihn mit der Jazzlegende Miles Davis verbindet. Als junger Mann in den frühen 60er Jahren hatte er das Privileg in Miles Band zu spielen. Eines Abends bei einem Konzert in Deutschland, mitten in Miles brillantem Trompetensolo, traf Herbie einen Akkord auf dem Klavier komplett falsch. Es tönte. So schlimm, dass er, sich die, dass er die Hände von den Tasten riss und sich unwillkürlich die Ohren zuhielt. Er sagt, vor seinem inneren Auge zerbröckelte dieser fantastische Abend zu einem Scherbenhauf. Der große Miles Davis hielt einen halben Atemzug inne und spielte dann eine Sequenz von Tönen auf der Trompete. Die diese krumme, diesen krummen Akkord am Ende in der neuen Kombination passend klingen ließen. Herbie war sprachlos. Ich meine, schließlich war er ein Anfänger. Miles dagegen war bereits eine Legende. Er hätte, der Meister hätte alles tun können, was er wollte. Er hätte auch die Aufführung unterbrechen können und sagen: Okay, Leute, nochmal von vorn und diesmal bitte richtig. Damit hätte er Herbie natürlich bloßgestellt. Vielleicht sogar seine aufkeimende Karriere ruiniert. Miles hätte auch einfach stur nach den Noten weiterspielen können, die er selbst komponiert hatte. Das Publikum hätte jedoch eindeutig gemerkt, was schiefgelaufen war. Es war mir ein Rätsel, wie er das so spontan hingekriegt hatte, erzählt der Pianist. Es kam mir vor wie, wie Zauberei. Aber dann nach Jahren, wurde mir bewusst, was in seinem Kopf vorgegangen. Er dachte nicht sofort: "Oh, oh, das passt nicht. Oh, das gehört nicht so. Das habe ich nicht so geschrieben." Sondern er akzeptierte meine schrägen Klänge als etwas Neues. "Oh, na sowas! Mal was anderes." Warum konnte der Mann das? Weil er ein sagenhaftes Genie war. Klar. Aber auch, weil er seine Musik als Improvisation verstand, weil er nicht in erster Linie darauf erpicht war, die volle Kontrolle zu behalten, sondern Raum zu lassen für den anderen und für das Unerwartete. Dass wir auf das ganze Leben gesehen eine super brauchbare Einstellung merken. Denn niemand drückt uns morgen ein Skript in die Hand. Was uns exakt sagt, was passieren wird und wie wir dann reagieren sollen. Wir sind ja gezwungen zu improvisieren. Trotzdem versucht mein Gehirn in gewissen Situationen genau das Gegenteil zu tun, nämlich ein minutiöses Skript zu schreiben. So und so und so und so muss es laufen. Und das Input von anderen Menschen bringt da unweigerlich Missklang rein. Meine Mama zum Beispiel. Meine Mama ist ein herzensguter Mensch. Sie ist sensibel, sanft, den Menschen zugewandt. Sie drückt ihre Liebe gerne aus, indem sie für andere sorgt. Seit über zehn Jahren lebt sie mit einer schweren Krankheit, die es nicht mehr zulässt, dass sie alles noch mit derselben Kraft und Schnelligkeit erledigt, was auf ihrer Liste steht. Wenn ich also in den Ferien eine woche bei meinen eltern zu besuch bin mit meiner ganzen vierköpfigen familie dann macht die oma immer noch ganz viel für uns und zusätzlich bitte ich sie kleine aufgaben übernehmen zu dürfen um die last auf mehrere schulter zu verteilen den salat zum beispiel oder die suppe oder den nachtisch und dann stehen wir friedlich in der küche zwei bis drei generationen arbeiten einander zu und plaudern fröhlich in meinen Wunschträumen denn diese Harmonie ist in Wirklichkeit eine tickende Zeitbombe ich wage es kaum zu schildern und es macht mich hinterher immer betroffen dass es passieren kann aber es passiert irgend eine zu vernachlässigende Kleinigkeit macht meine Mutter nicht so wie wir es ausgemacht haben Weiß ich, sie schneidet Ingwer in meine Kürbissuppe, obwohl die Jungs den nicht mögen. Oder sie öffnet zwei Dosen Bohnen zu viel für meinen Eintopf. Oder sie macht die Salatsauce schon fertig, obwohl ich dafür zuständig war. Es sind, ich gebe es beschämt zu, absolute Winzigkeit. Und doch macht mich das in dem Moment so ärgerlich, dass ich richtig unfreundlich werde, dass ich meiner Mama Vorwürfe mache, so als, als hätte sie das Essen verdorben. Ich gebe genau das Gegenteil von Miles Davis Performance. Ich bin unflexibel, penibel und kritisch. Lange Jahre war mir das Schleierhaft, was da überhaupt unter der Oberfläche steckt. Jetzt wird mir das mehr und mehr ein bisschen bewusst. Ich bin ja kein sagenhaftes Genie im Kochen. Und gerade deshalb will ich, glaube ich, unbedingt die Kontrolle über das Ergebnis behalten. Und darum ist mein Skript so wichtig. Wichtiger als alles, wichtiger als der Frieden in der Familie. Wie viel entspannter wäre es in unserer Küche, wenn ich loslassen und die Akkorde fließend anpassen könnte. In diesem Zusammenhang ist mir bewusst geworden, was für ein Wunder es ist, dass der große, vollkommene Gott, der sicherlich alles perfekt aufführen könnte, bereitwillig von seinem Notenblatt abweicht und unsere Dissonanzen und Fehler aushält, ja, sie sogar in seine Musik integriert. Die Bibel sagt... Gott hat nicht nur seinen Lebensplan, sondern er hat sich selbst losgelassen, um unser Diener zu werden. Diesem Vorbild sollen wir nachstreben, sagt die Bibel. Und das möchte ich lernen. Improvisieren aus Liebe. Shabbat Shalom.